herzlich willkommen zu meinem nächsten Review. Diesmal von meinem Offspring-Jojo. Das heißt Ashiro Kamui Light. Ich habe es mir im Jo-Shop gekauft. In Gelb. Für 49,99. Da gibt es ungefähr noch 5, glaube ich. In Gelb. Eine andere Farbe gibt es nicht mehr. Die sind alle schon aufgekauft. Okay. Also es ist ein sehr gutes Offspring-Jojo. Wer damit anfangen möchte, da ist es sehr empfehlenswert. Und Dave hat auch drunter geschrieben, dass beim Lackieren Farbflecken drauf kommen können. Sieht man hier einmal. Da habe ich einen. Auf der anderen Seite hier. Sieht natürlich nicht schön aus, aber ich kann nichts dran ändern. Gut, kommen wir zum Größenvergleich. Ich nehme mein größtes Jojo, mein Equilateral. Von dem kommt auch noch ein Review. Also in der Breite, ja, sieht man deutlich den Unterschied. Im Durchmesser. Ja, passt es natürlich auch locker rein. Ist schon klar. Gut. Dann schraube ich es mal auf. Das ist nämlich auch ganz witzig. Das ist anders als bei anderen Jojos. Ich habe hier nämlich eine Mutter. Die Hälfte. Dann die Bearing mit so zwei Plastikscheiben drauf, damit kein Dreck reinkommt. Die kann man auch abmachen. So. Und eine Schraube. Also, hier ist das Response-System. Die Response-Pads sind sehr durchsichtig. Ich weiß nicht, was das für ein System ist, aber das ist ein ganz normales System. So. Das Coole ist auch, an den Hälften, die meisten Offspring-Jojos haben hier an der Kante so Gummiringe. Das hat's nicht. Das ist bestimmtes Hartplastik, weil wenn es auf den Boden kommt, dann kommt trotzdem keine Macke rein. Da springt höchstens mal so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen ab. Das merkt ihr nur, wenn ihr mal so drüber fühlt. Aber da, das sieht man nicht. Okay, dann zeige ich euch, wie man es zumacht. Also ihr tut die Schraube in die eine Hälfte unten rein. Haltet es hier fest, damit sie nicht wieder runterrutscht. Dann kommt die Bearing rein. So. Die andere Hälfte drauf. Und die Mutter, die schraubt ihr dann ein bisschen drauf, weil dann geht es nicht mehr weiter. Weil dann könnt ihr das, also jetzt geht es nicht mehr weiter. Und dann könnt ihr das hier ganz normal zuschrauben. Wie das andere auch. So. Jetzt zeige ich euch gerade noch, wie man die Schnur da dran macht. Also, ihr nehmt einfach das Ende der Schnur, haltet es hier fest und wickelt dann die Schnur ganz normal rum. So, das war's auch mit meinem Review. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Auswahl eines Offscreen-Videos helfen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.